mit Cam, heute ausnahmsweise mal unrasiert und fern der Heimat und ganz operativ. Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76. Mit dabei haben wir die First Lady, die Cassie. Hallo. Meine diplomatische Beraterin, die Ingrid 5O. Dann haben wir die Tiffany dabei. Hallo. Hallo Susi, du bekommst auch noch einen Dienstrang. Da, ich muss mir da noch was ausdenken. Als nächstes Mädchen haben wir Black Cat dabei. Hallo Black Cat. Hallo. Dann begrüße ich die Generäle meiner Secret Service Einheit und der Fallout Legends. Da haben wir den Shadow Ghost. Hallo. Dann haben wir den Pigeon. Hallo. Den Lexi. Den war schon so schlecht, der musste sich gleich zu Anfang ein bisschen übergeben. Hallo Lexi. Den Amumuro. Nabend. Den Don Camillo. Hallo. Und den Triftnik 70 haben wir heute dabei. Hallo ihr Lieben. Ja, was wollen wir heute machen? Das ist ganz kurz entschieden worden. Ich werde einfach mal meinen Pip-Boy rausnehmen, auf Radio klicken. Da steht nämlich die Durchsage der Bruderschaft und die werde ich jetzt mal anklicken. Und was passiert? Es passiert nichts. Dann die verschlüsselte Nachricht anklicken. Und was passiert? Es passiert nichts. Du musst warten. So, ja, bei verschlüsselter Nachricht. Wir werden warten jetzt. Ich warte. Ich höre im Moment nur das Pfeffern der Steaks hier. Lexi, willst du Baupläne? Ja, das ist also die Nachricht der Bruderschaft, die so ein bisschen schlecht zu hören ist. Cassie, kannst du die auch vernehmen? Ja, aber so richtig. Richtig nicht. Dann die verschlüsselte Nachricht. Da kann man sich auch ein bisschen was anhören. Das ist auch sehr, sehr, sehr leise. Ich muss dazu sagen, ich habe meinen Sound auch sehr leise gestellt. Ich könnte noch mal eins versuchen. Den Computer-Sound mal etwas, also den Spiele-Sound mal auf 100%. Kleiner Tipp, Pitball-Radio einfach nur höher drehen. Ja, pass mal auf. Das Problem ist, das Pitball-Radio habe ich prinzipiell nicht ganz ausgemacht, aber okay. So, jetzt, der Tipp war gut. Ich werde meine First Lady nachher mal kurz konsultieren. Das gibt eine Beförderung. Das war ein guter Tipp. Verschlüsselte Nachricht, es hört sich so ein bisschen an, ich sag mal so, wie das geheime Wispern meines Geschirrspülers, wenn er nachts wäscht. Oder schlechter Techno. Ich wusste jetzt gar nicht, dass du einen Geschirrspüler hast. Zwei Stück sogar. Wessen ist? Und warum habe ich keinen? Verdammt! Weil er geizig ist. Ich höre jetzt hier gerade das Radio ab. Ja. Wir sollen also zur internationalen Raumfähre fliegen. Nein, aber wir sollen im Prinzip zum Observatorium hinreisen, wurde mir da eben gesagt, fantasiegemäß. Kommt man da denn jetzt schon rein in das Atlas-Observatorium? Das heißt, wenn man da draußen rumschwirrt, wird da auch nichts passieren, richtig? Bis jetzt noch nicht, glaube ich. Dann mache ich folgenden Vorschlag. Wir werden das Atlas-Observatorium jetzt gemeinsam im Team besuchen. Ich brauche also praktisch meine Personenschützer um mich herum und dann wird geguckt, ob wir irgendwelche Spuren von der Bruderschaft dort finden. Ich werde mal vorreisen. Also ich habe das Radio tatsächlich noch an. Ich habe das auf halbe Lautstärke gehabt, das Radio. Also es ist auf Englisch. Help. Die erste Expedition. Das ist wieder weg. Also ich denke mal, da wird ein Vorbote von der Bruderschaft irgendwas vorbereiten wollen, um dann im Prinzip
auf seine Kameraden, auf die Bruderschaft warten. So ungefähr habe ich mir das jetzt mal so ein bisschen zusammengereimt. Ich werde das Radio... Muss man das Radio anlassen? Keine Ahnung. Weil das ist, jetzt ist das auch weg. Das andere, ne, diese verschlüsselte Nachricht, die ist jetzt weg, wenn man hier ist. Zumindest laufen hier so Bots rum, die noch nie rumgelaufen sind. Bauprotektor. Na doch. Das Was? Stimmt. Nee. Bauprotektor. Das vorher noch nie. Das stimmt. Hier wird man auch jetzt nicht mehr angegriffen. Weil ich glaube, hier oben soll das wahrscheinlich ein Landeplatz sein, wo sie landen, so wie es hier aussieht. Ich frag den mal hier. Ich interagiere mal. Ich schütze und... Nee, der hat einen Standort. Also der hat hier im Prinzip... Oh, guck mal, das haben die neu gegossen. Die bauen jetzt hier die Landeplattform für die Birdie-Bots hier. Alles klar. Dann wollen wir sie da auch nicht weiter stören. Also das ist schon recht, recht geheimnisvoll. Dann können wir die Waffen runternehmen. Die MGs sind wahrscheinlich auch außer Betrieb. Das wird wahrscheinlich alles friedlich sein. Die sind hier alle beim Schweißen und Arbeiten hier. Ey, das Ding ist aus Brettern gebaut. Die sind doch noch nicht fertig. Das ist doch im Prinzip... Das ist doch... Na, danke. Das sind billig verrottete Kanäle. Nein, das wird ja nachher noch mit Beton ausgegossen. Ach so. Aber jetzt kann ich mit Flammenwerfer drüber. Stahlbeton, Holzbeton. Hier ist schon mal ein Zelt. Also das ist hier schon mal so ein Metpunkt, nenne ich ihn mal hier. Ja, mehr. Also die MGs sind deaktiviert, sonst wurde man ja hier immer angegriffen, wenn man das Observatorium besucht hat. Guck mal, hier liegt eine Nachricht im Zelt. Warte mal. Danke, danke, danke. Guck mal, dafür habe ich hier meine Special. Ja, wo? Ja. Hier. Ich melde, das Dach ist sauber. Ich bin begeistert. Also in dem Zelt, in dem ich mich jetzt gerade... Hier unten am Landeplatz. Alles klar, danke sehr. Aha. Ich will nicht mit dir handeln, Volker. Oh, ein Bleistift. Wer auch immer hier vorbeikommt, ich bin kurz weg, ein paar Ersatzteile für die Roboter besorgen. Falls dich interessiert, was wir hier machen, ich bin bald zurück und kann es dir beantworten. Das wird großartig, wenn wir hier fertig sind. Über deine Hilfe würde ich mich sehr freuen. Ich habe hier alles abgeriegelt. Rein umschauen ist also nicht. Rein und umschauen ist also nicht. Fass auch bitte nichts von meinen Sachen an. Ich meine, ich kann dich nicht wirklich davon abhalten. Sei einfach kein Arsch. Okay, Russell Dorsey. Na, genial. Wenn man beispielsweise jetzt mal drüber nachdenkt, du hast ja hier diesen Raider-Punk, der das Netzwerk, sage ich mal, oder im Netzwerk ist, dass da vielleicht von denen auch mal irgendwann was kommt oder vielleicht von denen was ist. Ja. Weil von denen hört man ja auch nichts, nur über ihn sozusagen. Ja. Vielleicht ist das auch so eine BOS-Spezialeinheit, sage ich mal, um zu erkunden. Das passt ja auch. Was macht ihr da schon wieder, Lexi? Ich finde auch die Knochen brechen. Das heißt also, das Observatorium ist auch zugenagelt. Hier kommt man tatsächlich auch nicht mehr rein. Da oben ist auch nichts zu finden, richtig? Nee, nur so ein OP, ein Doppelbett, wo nur eine Person reinpasst. Nee, also kleine Vorsicht. Hier nur, also nur das Zelt hier. Und da ganz oben ist auch nichts weiter. Und von oben kommt man auch nicht irgendwie rein, ne? Auch nicht für die ganz Neugierigen, schätze ich, ne? Selbst der Nebeneingang ist komplett weg. Guck mal an hier. Wow, der ist ganz weg, ja. Der ist richtig schlecht gemacht worden. Schlecht weggemacht worden? Ja, müsst ihr mal zu mir kommen. Bist du der da unten? Moment. Bist du der da unten? Ja. Ja, dazu muss ich ganz kurz auch noch sagen, die Teammitglieder haben sich hier auch in den letzten Tagen und Wochen ganz frisch und neu zusammengefunden und deswegen haben wir immer noch so ein bisschen Probleme mit der Findung. Aber das macht nichts. Wir wachsen ja zusammen. Also es ist schon ziemlich real life, was wir hier machen. Die wurden alle gecastet, rekrutiert, einberufen, wie auch immer und ja... Deswegen kommt es da natürlich... Zwangsrekrutiert noch. Sind die. Die sind nicht zwangsrekrutiert. Seid ihr zwangsrekrutiert oder freiwillig? Freiwillig. Dankeschön.
freiwillig sonst rekrutiert. So, wo ist jetzt der Seiteneingang? Inventar. Mit Blut unterschrieben. Danke, siehst du. Mit Liebe gemacht. Guck mal, hier kommst du nirgendwer, wo mehr mag. Also das wird ja mal interessant werden, da bin ich ja gespannt. Also früher hast du ja diese... Wir unten her. Wir sind doch vorher unten reingegangen. Ja, genau, Ingrid. Und früher hattest du ja immer die MGs. Wenn du hier draußen schon ankamst, dann haben dich die Roboter und die MGs schon angegriffen. Ja. Gehört die Baggerrüstung hier wem oder ist das hier einfach hier... Hm? Das ist meine, ja. Die hat er falsch vorgestellt. Wollte ich mir schon was sagen. Zu. Auch zu, alles zu. Alles dicht. Hier hinten ist noch... Alter Fall, der ein paar T-Träger vorgeknallt hier. Hinten dicht gemacht. Alles hey. Zu. Ja, alles zu. Versuchen wir mal durchzukommen. Das war wieder klar, natürlich. Unser. Weiter, ja. Nix drin. Ja, das, aber sagt mal ehrlich, Leute, das lässt ja hoffen, ne? Jo. Also da bin ich ja mal gespannt, die Bruderschaft. Also wird die Bruderschaft uns bald besuchen. Gut, wann es sein wird, ich meine, das ahnen wir schon alle, das ist ja auch schon erzählt worden. Aber was sie dann hier bauen, da bin ich ja mal gespannt. Das heißt, dann wirst du hier auch herkommen können, handeln können, Aufträge kriegen, dann wird es wahrscheinlich ein neues Event geben. Eine noch bessere Rüstung geben. Eine noch bessere Rüstung geben. Noch bessere Waffe. Ja, also. Doppelte Gatling Gun wahrscheinlich, ne? Also ich muss sagen, ja, offiziell begeistert wäre falsch ausgedrückt, aber offiziell gespannt und riesig neugierig, wie so ein Kind auf Weihnachten, muss ich sagen. Ich denke mal auch, dass es da Arschlöcher unter denen geben wird, die wahrscheinlich ein bisschen Stress machen, so nach dem Motto, so Blutadlermäßig oder so. Das denke ich auch. Könnte sein. Aber ich vertrete jetzt nicht den Standpunkt wie einige, also ich will mit der Bruderschaft nichts zu tun haben. Also für mich ist das hier tatsächlich immer noch ein Abenteuer und mich interessieren beide Parteien. So wie mit den Raidern auch, wo ich mich tatsächlich auch nicht jetzt festgelegt habe. Was ist hier los? Ach, das war so eine Granate. Das hört sich immer an, als wir die Dinger in der Nähe sind. Ne? Das finde ich schon interessant. Ich dachte, das wäre eine Kuh gewesen. Ja, es hört sich eher an. Wenn ich mir das überlege, wenn ich hier so runtergucke, Leute, ne? Das sind alles die Fallout Legends. Ja, sonst hast du hier so einen Haufen Teilnehmer da drauf, die gehören zu irgendwelchen Clans und das sind alles die Fallout Legends. Hey, muss ich schon sagen. Ja. Also hier gibt es erstmal weiter nichts zu sehen. Ich gucke nochmal das Radio hier, also das Signal ist erstmal verschwunden. Ach nee, da ist die verschlüsselte Nachricht. Aber das ist tatsächlich so wie mit der Ankündigung der anderen beiden Events, ne? Wo wir da dann diese Schnitzeljagd gemacht hatten. Und da ist dann auch erstmal nichts weiter passiert. Volt 79, denke ich nur dran, ne? Wo wir nicht reinkamen. Und mit der Bruderschaft ist das jetzt erstmal genauso. Das heißt... Da locken sie uns jetzt wieder hier. Also das wird nicht einfach deaktiviert komplett, sondern wir werden damit gelockt hier. Hier, guck mal, hier wird es bald kommen. Ich denke, dass es bestimmt so eine Art Ding geben wird hier zum Beobachten, sage ich mal. Dass das für die hier so der Beobachtungsposten ist, um ganz Appalachia zu überwachen. Vermute ich mal, weil das Ding ist ja top eigentlich, was das angeht. Das könnte sein. Du meinst für die Bruderschaft jetzt, ne? Ja, oder vielleicht irgendwas mit Aliens, wie das vielleicht irgendwann Aliens. Da würde ich auch gespannt. Das könnte auch sein, ja. Gut, da passt das ja tatsächlich dann mit unserer Fallout Legends, mit unserer Secret Service. Also da, derer können wir uns dann ja richtig annehmen. So. Das ist natürlich perfekt. Strahlenschlägerei läuft jetzt leider nicht, Ingrid. Nee, schade. Die Ingrid ist immer schlau. Ja, ne? Das wundert mich eigentlich. Was ist los? Ey, da ist einer bei Einsturzgefahr. Lohnt sich das noch? 6 Minuten lief das, Lex. Nee. Gut, was anderes habe ich hier jetzt auch nicht. Bei mir ist gerade wieder auf Streife. Ist zwar billig, aber... Was, mit der ganzen Truppe wieder auf Streife? Der arme Roboter. Los, komm, da rücken wir alle mal hin. Den armen Roboter.
Wo ist denn das? Ja, bei Morgentown, wo ich mal gewohnt habe. Da habe ich mal gewohnt, Volker. Das ganze Team, Alter. Sag mal, sind hier überhaupt noch andere Teilnehmer auf dem Spielfeld? Nee, ne? Ist Neo auch bei uns, Lex, auf der Karte? 1, 2, 3. Wenn man sich mal vorstellt, kommt so ein Level 30er, will das auch machen, stehen da so 20 Leute rum. 90. 12 Leute sind wir. 12 Leute sind wir schon mal hier. Ja, ich meine, mich ja nie rausgelassen. Ja, die Gule gucken nur sozusagen. Nee, da gehe ich nicht hin, das kannst du nicht. Nee, das bringt nichts. Das lasse ich lieber. Nicht die schon wieder. Genau, oh Gott. Der mit dem Früchtehut, der ist wahnsinnig. Richtig. Hä? Wo bin ich denn gespawnt? Läuft das Ding schon? Nee, der muss angemacht werden. Oh ja, 1:20, dann fange ich schon mal an. Alle ja, hau rein. Hier spricht Sanjay. Aktiviere Stahle. Na los, Jungs. Mädels. Okay, neue Regeln. Nur noch Faustkämpfe. Grumpy Rambo. Ja, Junge, hier. Okay. Hier, der 106 Grumpy Rambo. Nehme ich an. Das ist kein Faustkampf. Ja. Das ist ein Level 1. Ich sag mal, wenn hier einer. Da frisst der Grumpy Rambo hier die Leiche auf. Pass mal auf, Leute. Ich hab gerade überlegt. Wollen wir dem mal zeigen, dass wir alle zu einer Truppe hier gehören? Wo ist der Grumpy Rambo? Da ist er. Los, komm. Wo ist der Roboter? Ja, bevor der. Lass es mal kurz hier aufbauen. Es ist beängstigend, dass ich in solchen Schuhen laufen kann. Ja, lass es mal kurz hier aufbauen. Sieht aber sexy aus. Ich weiß. Das sieht so gut aus. Hier. Vor allem das mit den Muskeln dann. Hm? Statt maskulin. Wo ist er, der Grumpy Rambo? Da, pass auf! Lade, normal, Recht und Ordnung, ist wiederhergestellt. Raider aktiviert. Geronimo! Oh, was? Geronimo! Oh, da oben auf dem Dach! Das ist aber Wahnsinn, ey. Wenn ich so dran denke, da sind wir hier mit drei Mann durch, da haben uns die Guli fertig gemacht, weißt du? Oder einer mit der Krone. Oder einer, genau. Also der arme Junge hier, der Grumpy Rambo. Hey Lex, du hast mir mal einen Pool weggefressen gerade. Nein, das war der Grumpy Rambo, der hat die aufgefressen. Also Don Camillo, sag mal, wo hast du diese Maske her? Die ist doch aus der Watoga High School. So ist es, genau. Wie kommt man denn daran? Als das Spiel noch ganz neu war, ja? Konnte man die einstecken. Aha! Das aber nur die ersten zwei Wochen, dann nicht. Ah, okay. Ich habe das nämlich schon mal gesehen, habe mich gewundert. Das passt natürlich, das ist genial. Oh, geil. Grillbefehl. Da ist er schon wieder beim Fressen hier, beim Leichenfleddern. Oh, Zahnpasta. Ich nehme immer die Arschbacken, die sind gut. Oh, Geld, da oben liegt noch Geld. Oh, wow, das war ja ordentlich viel Kronkorken. Ja, bei mir auch. Nee, alles aufgefressen, schön. Das 151. Ja, genau, Ingrid, das hat sich gelohnt da oben. Ja, ordentlich. Oh, der Kronkorken. Guck mal, wie sie da alle hochstürzen. Es sieht klasse aus. Ich hab das auch mal gesehen, dass da irgendwelche 400-500 einzeln dann nochmal mit der Kuratorkarte oder Heft oder was. Ja, 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 genau. 600-800 Kronkorken rausholen. Ja, kannst du in der Regel beim Rundlauf bis 600 Kronkorken rausbringen. Ja, ja. Sind während des Tests. Auf Flügel, damit ich mein Essen holen kann. Also, ich meine, mit so vielen Leuten, vor allen Dingen, wenn du so guckst auf die Stufen, die wir hier alle haben, bei diesem Low-Level-Event, das ist schon der Hammer. Wenn ich zurückflüge, ist die Straße nur voller Leichen. Ja, genau, die schreien wahrscheinlich die Kuhle schon. Die hauen eigentlich ab, ey. Ich mach so weich, einen Moment. Ja, das ist natürlich eine Schutztruppe hier, so muss das sein. Die First Lady und den Präsidenten beschützen, jawohl.
will aufreißen. Gessi, hast du auch Kohle rausgekriegt, ordentlich? Ja, 105. Ich glaube 110 oder so habe ich rausgekriegt. Ich glaube 110 habe ich gekriegt. Es gibt Eskalation, das ist mein Essen, nein, meins. Mann, dann isst doch deine Leichen hier, verdammt. Das ist der Gemüsekopier, der frisst mir alles weg. Na, der Gemüsekopier, das ist der Amamuro, ja genau. Das ist der Gemüsekopier, der frisst mir alles weg. Kessi, alles gut? Ja. Gut. Volker rülps nicht so, Ferkel. Ach, Entschuldigung. Gut. Hat gut geschmeckt. Die Hauptsache. Oh, in der Reihe, Sonnen. Wisst ihr eigentlich, worauf ihr hier schießt? Bitte. Dann ist das gut. Halten. Operation der Responder. Oh, ist das hier ein Gewusel? Ich meine, mit 2-3 Leuten waren wir ja auch schon mal. Ja, und dann hat er noch auf die Fresse gekriegt. Da hast du aber auch nicht Feuer gekriegt, genau. Weil ich war zu Anfang mal total happy, wohl zum ersten Mal in meinem Level, wo ich es hatte, eine stinknormale. Ich hörte eine Impro-Pistole. Ja, willkommen im Club. Ja, also das mit der Bruderschaft, um das mal abzuschließen, also da bin ich, wow, total gespannt drauf. Sicherheitssysteme sind die Unterrüstung, die Secret, ach, Cassie? Bitte. Hast du schon die Secret Service Unterrüstung? Bei uns kommt sie gerade total abhakt drüber, so abgehakt. Ja. Und jetzt, Test. Ja, das hängt wahrscheinlich mit meinem Upload zusammen. Geht das jetzt wieder? Alexi ist der, der das gefuckt klingt. Nee, das ist Quincy. Quincy? Beide. Beide? Cassie ist jetzt raus. Lex ist raus. Ich kann es aber nicht neu starten. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert so. Könnt ihr mich noch verstehen? Nee, Quincy ist gerade jetzt. Geht das noch? Könnt ihr mich verstehen? Vorratsraum. Cassie, kannst du mich gut hören? Für die Nutzung. Nein, es war gerade immer noch so. Beginne Wartung. Aber voll verzerrt gewesen. Okay, ich werde mal ganz kurz den Teamspeak neu starten. Und dann starte ich den Teamspeak wieder neu. So, dass mich mein Team wieder hören kann. Ich hoffe, das funktioniert. Das dauert jetzt ein bisschen. Da ist er schon wieder. Mal gucken, jetzt müsste es aber wieder funktionieren. Zack, Teamspeak wieder neu rein. Connected. Wie sieht's jetzt aus? Ja. Gut, Cassie, hattest du die Unterrüstung schon, die Secret Service Unterrüstung? Die bringt nämlich auch nochmal Zusatzpunkte, richtig. Wenn du dir den Bauplan und das Modul, also diese Mod dazu kaufst. Für Goldbahn, so du noch welche hast. Was ist das denn für ein Mod? Also Secret Service Unterrüstung. Und dann abgeschirmt. Die Mod ist abgeschirmt. Also beide Sachen solltest du kaufen. Also die Motte ist dann abgeschirmt, okay. Ja, die Motte ist dann abgeschirmt, Ingrid, ganz genau. Ja, das kann ich euch beiden empfehlen. Ich habe mir das gestern auch angenommen, habe mir die beiden Sachen besorgt und ich bin zufrieden. Also die Werte, Schadensresistenz jetzt 544, Energie 579 und Strahlungsresistenz 252. Ist okay für mich. Oh. Sorry. Sicherheitssysteme. Was los? Secret Service Unterrüstung bringt auf alle Werte plus 15. Ja, genau. Dass diese Einheit nicht beschädigt wird. Also ich bin sehr zufrieden damit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das gefällt mir ausgezeichnet. Kann ich dir auch nur empfehlen. Was kostet der Mod? 200. 250. Und die Rüstung, was kostet der Bauplan der Rüstung? Die hat sie schon, dann ja. Bezahlt sie... 200 und 250. Genau, 200 und 250 ist korrekt, ja, so war das. Danke. Da kann ich die mir ja kaufen. Ja, genau, Volker. Ich hab 2000 Gold. Also weil das wirklich Punkte bringt. Wir haben ja sonst immer die SB-Unterrüstung gehabt. Ne, und Volker, alles gut bei dir, Junge? Ja, ja. Weil deine Früchte sind so welk da oben. Die wurden bestrahlt mit Gammastrahlung. Dann ist das okay, Junge. Die halten ewig. Dann ist das gut, mein Junge. Was zu essen? Cool. Nähern Sie sich von Ziele, die sich
Der hat hier seinen Abschiedsbrief noch Platz? Habt ihr einen Platz im Team noch? Also bei uns nicht. Ist da gerade einer gestorben? Ja. Bei uns auch nicht. Ja, warte einen Moment. Wir sollten drei. Siehst du, der geht mit dem Shadow Ghost. Der hat mich mal ein. Ich tappe auch alleine. Der trifft nichts, den nimmt er dann auch noch mit. Welche Sirene? Die, an ist, wenn der die Türen da aufmacht. Ja, das stimmt, das fehlt wieder. Das ist aber nicht da. Shadow Ghost einladen? Dann wird ein Teufelssoundsystem voll auf. Shadow Ghost, jo. Susi, du bist auch in keinem Team, ne? Genau. Doch. Du bist in einem Team. Genau. Lexi, ich habe noch Toilettenpapier gefunden. Brauchst du noch welches? Ah, oh, nee, nicht mehr. Voll. Voll. Ich meine, sonst hätte ich noch was. So, jetzt geht der liebe Robby Rob, der Geächtete, wieder zurück in seine Hütte. Wir machen die Welt besser, Junge. Träumwolle. Patrouillen. Routine abgeschlossen. Ladezustand niedrig. Aha. Kehre in den Standby-Modus. Gut, meine zurück. First Lady ist da hinten. Perfekt. Zack, und ich habe die nächste Challenge complete. Und kann jetzt ein Perk-Karten-Belohnungsset einfordern. Und der Ball wieder hoch. Wow. Huhu, ein Jagdgewehr. Also, um dann dieses Geschichtchen hier abzuschließen. Truppe, Team, könnt ihr euch mal kurz finden, bitte? Gelbe Linie. Haben wir heute... Nee, baut euch mal so ein bisschen vor mir auf. Das reicht mir schon. Wir sind ja hier jetzt mitten im Gefechtseinsatz. Also um das mal ganz kurz abzuschließen. Das heißt also, die Bruderschaft soll im November kommen oder wann? Ich glaube im November irgendwie. Das heißt, bis dahin bauen die jetzt hier was. Und wir könnten, glaube ich, dann, ich denke mal wöchentlich, mal nachschauen, ob sich da schon was weiterentwickelt hat. Für mich waren die Baubots heute auch schon ziemlich neu. Da geht eine Sirene gerade. Also das war für mich auch schon ziemlich neu heute. Dann sind sämtliche Türen vernagelt. Das Fazit, die Selbstschussanlagen sind alle weg. Ja, wollen wir mal ein Foto machen von der ganzen Truppe, Ingrid? Was meinst du? Sehe ich gerade, das können wir mal machen. Cassie, komm mal rüber, wir machen mal ein Gruppenfoto. Für unsere Fatzebruchseite. Das ist eine gute Idee. Das hatte ich so gedacht. Mit der Sirene im Hintergrund irritiert mich immer etwas. So, dann werde ich mal. Das waren die Gute, die holen Verstärkung. Das ist gut, das dürfen sie. Die Tiefenschärfe mal ausschalten, die brauchen wir nämlich nicht. Ja, so sieht's doch schon besser aus. Nein! Verdammt, warte mal, bleib mir stehen. Kriegst du uns alle überhaupt drauf? Ja, das ist gerade eben. Oh. Alle ein bisschen zusammenrutschen. Böser. Der darf aber nicht mehr das Bild. Die großen Stürme. Warte mal, ich muss jetzt erstmal den Fotomodus. Er ließ mich eben nicht rüberspringen über unsere Truppe. Also. Und was habe ich gemacht? Ich wollte hochkommen mit der Leertaste und dann löste er das Foto aus. Also. Ingrid, du stehst noch nicht dicht dran. Ich krieg dich nicht mit drauf, Ingrid. Ingrid, du bist mit deiner Rüstung etwas dichter ran. Antrifft nichts. Nach rechts einfach. Ingrid, weiter ein bisschen nach rechts. Ingrid, du stehst so abseits. Ingrid? Ingrid. Ach, Ingrid ist gar nicht mehr mit S. Und der ist wieder abgestürzt, ne? Gut, dann schnell ein Foto machen. Ich krieg sie mit. Ja! Jawohl! Ja, verausgabt euch! Ja! Ja, so ist. Ja, sehr gut. Ja, Ingrid, du hast dich gerade bewegt. Ingrid? Ach, nee, sie sieht mich gar nicht. Cassie, kannst du ein Zeichen machen, dass sie ein bisschen. Nach links, nach rechts. Schick mal bitte dein TS. Echo. Das klappt ja wieder hervorragend. Gut. Dann möchte ich mich recht herzlich beim Team bedanken für die Aufnahme, für das Ereignis. Für diese tolle Truppe und verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Quincy und die Fallout Legends. Ciao. Tschüss.